So, kleines Update über das, was in den nächsten Wochen auf dem Kanal passieren wird. Der TFM ist rausgekommen und er kam meines Erachtens ganz gut an, zumindest von dem, was ich so mitgekriegt habe. Auf den nächsten möchte ich euch natürlich nicht ganz so lange warten lassen wie auf diesen. Und ich mache das auch wirklich nicht jetzt von der Zeit abhängig, sondern ich hätte einfach gern noch ein paar Fragen unter dem letzten in der Kommentarsektion. Es wird auch im TFM nochmal erklärt, warum genau. Also bis jetzt habe ich zwei Fragen, die ich dran nehmen werde, dran nehmen kann. Einer der Zuschauer ist ein bisschen über die Stränge geschlagen, hat einen Haufen von Nonsens-Kommentaren gepostet, die ich so einfach nicht verwerten kann. Schön, dass er Enthusiasmus hatte, aber so ganz hilft mir das nicht weiter. Also dann noch ein paar vernünftige Fragen. Vielleicht so Sachen wie, was hört ihr für Musik oder keine Ahnung, irgendwas Banales. Das würde schon extrem weiterhelfen. Und dann, wenn ich genug davon zusammen habe, dann fange ich direkt an, den nächsten TFM auch aufzunehmen. Sollte eigentlich relativ schnell funktionieren, weil ich da jetzt auch wieder ein bisschen Zeit für habe, auch wenn die Klausurphase demnächst wieder anfängt. Aber so vom aktuellen Stand her wird das keine allzu schwere Klausurphase, von daher habe ich die Zeit. Scary Tales kommen entweder dieses Wochenende oder aber spätestens Montag. Und wenn ich eine Zeitangabe mache, dann könnt ihr damit rechnen, dass ich die auch einhalte, sonst würde ich keine Zeitangabe machen. Also, wenn diese Scary Tales da draußen sind, werde ich das damit übrigens auch so verhalten, dass die Serie, ich habe keine weiteren Folgen vorgeschrieben, aber ich werde die Serie dann einfach als fortlaufend quasi als in ihrem Status als fortlaufend setzen. Ab meinen Halbsätzen muss ich auch noch ein bisschen arbeiten. Was einfach bedeutet, dass ich eine neue Scary Tales Folge raushaue, wenn sie fertig ist. Zwischendrin einfach mal eine Zeit ist, wo ich das pausiere. Und ich werde die auch nicht im Voraus ankündigen, sondern wenn sie fertig ist, haue ich sie halt raus. Und wenn ihr Bock habt, eine Scary Tale zu schreiben, könnt ihr das machen, mir die schicken, dann lese ich die vor. Das ist alles kein Problem. So kann man auch mal richtig schön was zusammen machen, ohne allzu viel technischen Aufwand zu betreiben. Dann Howards Sachen. Die Aufnahmen zu Howards eigener Show haben begonnen. Das Konzept ist fertig. Allerdings wird die Folge erst dann veröffentlicht, wenn das Kanaldesign abgeschlossen ist. Diejenige, die dieses Kanaldesign machen sollte, also ich hatte sie angefragt, es war jetzt nicht ganz ersichtlich, ob sie es jetzt tatsächlich macht. Sie hat sich auf jeden Fall noch ein paar Details zum Charakter von Howard eingeholt, was ihr dabei helfen soll, und die habe ich ihr auch gegeben. Ich bin mir jetzt allerdings aufgrund der Tatsache, dass sie sich seitdem nicht mehr gemeldet hat, nicht ganz sicher, ob sie es jetzt eigentlich macht. Wäre schön, wenn. Ansonsten halt. Ihr werdet ja dann sehen, wie lange es dauert. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich kann den Namen von Howards Show schon mal verraten. Die Show wird Buckshot heißen, nach dem Spitznamen, der in Howards Künstlernamen drin ist. Er heißt nämlich eigentlich gar nicht Howard. Er hat sich so genannt. Nach einem der Kommentatoren, die im Spiel Mad World vorkamen, der Howard Buckshot Holmes hieß. Und da Howard seinen echten Namen nicht im Internet verwenden möchte, hat er sich halt Howard Buckshot Holmes genannt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr auf Howards Show nach seinem echten Namen fragt, werdet ihr ein bisschen fertig gemacht werden. Er ist ziemlich empfindlich, was das Thema angeht. So, aber das erst nur zur Howards Show. Also die Aufnahmen haben begonnen, das Konzept ist fertig. An ein paar eigenen Konzepten für meine eigenen Shows. Was heißt Shows? Konzepte? Nee. Also ich arbeite auch noch ein paar neuen Sachen für meinen Kanal. Was mache ich als nächstes? Mache ich mal das hier. Ich habe da noch nichts Festes. Es werden Recherchearbeiten für ein ja geschichtliches Segment, also irgendwas, was also Bildungsauftrag, ne? Werde ich in der Kategorie Geschichte werde ich den abhandeln. Das wird dann ein bisschen was für die, die was lernen wollen. Allerdings werde ich darauf achten, das nicht zu trocken zu machen. Und zum Aufnahmeprogramm selber. Ich habe ja jetzt einiges an kleinen Spielen aufgenommen, die ich sporadisch raushauen werde, wenn ich mal wieder was überbrücken muss oder einfach nur so einfach, damit ich keine einjährigen Pausen mehr habe.
damit ich euch in der Zwischenzeit ein bisschen ein Mindestmaß an Unterhaltung bieten kann. So dass alle paar Tage, wenn mir jetzt mal länger nichts mehr kam, dann werde ich dann eins der aufgenommenen Spiele hochladen. Und ab nächsten Freitag werde ich jetzt versuchen, eins der länger widrigen Spiele, also ein Spiel, das länger dauert, versuchen, jede Woche einmal eine Folge hochzuladen, wie das Let's Player zum Beispiel auch machen. Nur, dass ich kein Let's Player bin. Ich habe mir dafür ich habe das Spiel blind angefangen. Ein paar Probleme mit dem Aufnahmeprogramm führen dazu, dass das erste Spiel, das ihr da dann in der ersten oder zweiten Folge seht, schon gar nicht mehr blind ist. Aber ich habe es mir jetzt nicht wirklich kategorisch ausgesucht, sondern auf gut Glück ein Spiel einfach angefangen aufzunehmen. Ich denke, das könnte interessant werden auf längere Zeit. Und das wäre dann jede Woche freitags. Dass ich auch mal ein bisschen was mit Konstanz habe. Und nicht immer nur über Infovideos dann Termine mitteile, die dann versucht werden eingehalten zu bleiben. Im Übrigen würde ich gerne an meinem Deutsch feilen. Das mache ich dann wahrscheinlich in meiner Freizeit. Ich bin nicht so gut alleine. Also wirklich frei zu reden, ohne dass ich jemanden habe, der mir dabei aktiv zuhört. Und das ist noch ein Problem, das ich aber im Verlauf der nächsten Jahre bewältigen werde. Ich denke, das ist auch alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, es ist einigermaßen zusammenhängend geschildert, sodass ihr mir folgen konntet. Also Scary Tales dieses Wochenende oder Montag. TFM, wenn genug Fragen unterm letzten stehen. Howard, wenn das Kanaldesign fertig ist. Und ab nächste Woche jeden Freitag ein Spiel, das Hidden Dimensions Xyth heißt, falls ihr das kennt, könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten guckt es euch an. Und wenn ich mal was überbrücken muss, dann kommt sporadisch ein kleines Flash-Spielchen. Das war alles, was ich euch sagen wollte. Schönen Tag noch.